Das SCS-DVT ist aus unserem klinischen Alltag nicht mehr wegzudenken. Wir können hier also rasch Therapiekonzepte, sei es konservativ oder auch operativ, festlegen und natürlich die Befunde auch schön den Patienten am Monitor direkt vor Ort erklären. In der Entscheidungsfindung, ob wir das SCS-DVT implementieren in unserer Praxis, haben wir sehr von den Hospitationen profitiert. Mein Name ist Nedim Yücel, ich bin niedergelassener Orthopäde und Unfallchirurg im Münsterland hier in der Kreisstadt Coesfeld. Das SCS-DVT ist aus unserem klinischen Alltag nicht mehr wegzudenken. Und das liegt vor allen Dingen auch daran, dass wir nicht selten, ich würde sogar sagen, vielleicht alle 14 Tage, jede Woche einmal einen Patienten sehen, der in der konventionellen Röntgentechnik keinen Frakturnachweis hat und wir dann doch im SCS-DVT eine Fraktur nachweisen können. Man denke nur an die Handwurzelfrakturen, Fußwurzelfrakturen, Basisfrakturen der Mittelfußknochen, die man in der konventionellen Röntgentechnik häufig einfach auch nicht sehen kann. Das ist sicherlich eine Sache, die sich auch herumgesprochen hat, dass man bei uns zeitnah eine umfassende klinische und vor allen Dingen auch radiologische Abklärung bekommen kann. Das ist sicherlich ein großer Vorteil. Das SCS-DVT ist sicherlich ein besonderes Merkmal unserer Praxis. Das hat sich hier im Umfeld sicherlich auch herumgesprochen und viele Patienten sind auch dankbar, dass es ohne viel Aufwand hier zu einer finalen Diagnostik kommen kann. Insbesondere auch, wenn man den Aspekt unseres handchirurgischen Schwerpunktes sieht. Wir können hier also rasch Therapiekonzepte, sei es konservativ oder auch operativ, festlegen und natürlich die Befunde auch schön den Patienten am Monitor direkt vor Ort erklären. Was mich immer an dem SCS-DVT fasziniert hat, war als behandelnder Arzt letztendlich die Diagnostik bei dem Erstkontakt komplett abzuschließen, einschließlich 3D-Schnittbildgebung. Weil nicht zuletzt davon hängt ja auch das therapeutische Konzept ab, ob ich nun konservativ oder gegebenenfalls operativ behandeln muss. In der Entscheidungsfindung, ob wir das SCS-DVT implementieren in unserer Praxis, haben wir sehr von den Hospitationen profitiert. Und in der Zeit haben Herr Gartner, mein Partner und ich mehrere Anwender besucht und halt eben sehen können, wie gut es in den Praxisablauf integriert war, wie relativ einfach es von dem Praxispersonal zu bedienen ist und die hohe Akzeptanz bei den Patienten. Deshalb kann ich nur jeden herzlich einladen, sich das SCS-DVT bei uns mal vor Ort anzugucken und es mal live zu erleben. Musik